So, herzlich willkommen zu Link to Waking Dicks, zum vierten Video. Ich habe die Rubine jetzt zusammengesammelt. So, wir holen uns jetzt ein Foto und holen uns den Bogen. So, die Rubine habe ich ja zusammengekriegt. Sieht man so, da ja, 999. So, und hier kommt das zweite Foto, nämlich. Hey, ein tolles Motiv. Ich nenne es Link und Struppi. Wir können ja zu Struppi. Grrr. Link, näher ran. Grrr, grrr. Grrr, grrr, grrr. Näher, okay, so ist es gut. Lächeln. Peace. So. Hol gleich noch eins, bietet sich gerade an. Welches war das jetzt? Runter. Und da durchgucken. Nee, no, raus. Und durch das rechte Fenster gucken. Ach so, das Bild kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Hallo, ich bin der Fotograf. Willst du etwas über Rira wissen? Ich nenne es Link enthüllt Ulriras Geheimnis. Jo, na klar. Hat sich gerade so schön angeboten. Ja, das könnte ich zum Beispiel noch nicht. Aber jetzt weißt du es. Ja. Ah, ne, dann. Ah, ja, der genau der oberste war das. Zwei Felder, zwei Bildschirme höher. Da findest du das. So, erstmal den Bogen bewaffnen. Pfeil und Bogen. Nur 980 Rubine. Jo, ja, ja, ja. Vielen Dank und bis bald. Von Millionär zum Tellerwäscher umgestaltet. Sozusagen. Ja. Nur noch 19 einzelne Talerchen da. So, und jetzt geht's dahin, wo der Affe ist. Mal gucken, ob wir die Bananen. Ja, die Bananen. Ja, haben Banane, wir. Banane, Banane. Dann können wir auch gleich hier lang. Ich würde sagen, aber du schaust direkt bei dem Typen vorbei. Bei welchem? Ja, der Auftraggeber, damit man überhaupt in den nächsten Dungeon können. Muss man wissen, welche Leute man war? Ich komme jetzt nicht nach. Ah, Richard! Nach Richards Villa in die Orunga-Steppe. Also da, ganz rechts. Den Steppe, schnell in die Steppe. Hat Body haben gesagt, als wir das Instrument gefunden haben. Ja, vorher hole ich mir die erste Gratismuschel. Ich glaube, 5. Ah, ne, 4 haben wir. Ich glaube, 5 brauchen wir dafür. Ah ja, das Herzteil wollten wir uns ja noch holen. Genau. Aber vorher geht es hier erstmal rein. Auf dem Friedhof da. Au! Autsch. Mistvieh. Wurde aber mit explodiert. Da brauchen wir die Turbetreter. Die kriegen wir ja im nächsten Dungeon. Ja. Au! Na klar. Die Macht, nimm sie ruhig. Da kannst du auch gleich aufspringen. Und dann die, die haben wir noch. Und die trockene Anna, die kriegen wir später bei. Du kannst ruhig da stehen bleiben. Du bist immer noch gewöhnt. Genau, das kommt jetzt gut. Lass mir deine Wunden heilen. Schließ dir die Augen. Wieder fit. Den Wiederbeleber haben wir auch noch. Hä? Hier gab es keinen Wiederbeleber, oder? Doch, doch, doch. Und hier wird auch eine Bombe benötigt. Es gibt zwei Wege dorthin zu kommen. Einmal den und noch einen anderen. Da kommen wir jetzt von Norden. Die eine Muschel, die da oben noch ist, hier, die hole ich mir noch und da habe ich die 5er. Da du den Bogen hast, kannst du diese fliegenden 5 Pilze jetzt abschießen. Ja. Ah, halt! Bietet sich gerade an. Geh da hin. Ah, das wurde kein Untergang, weil ich vorher immer den Affen geholt habe. Aber jetzt erstmal südlich von hier aus dann. Dann zeig mir mal einen Schnappschuss. Peng. Jo. Noch nichts? Ich will nicht noch länger warten. Bringe endlich die goldenen Blätter. Solcher Mut muss dokumentiert werden. Oder? Los. Nimm die Kamera und fotografiere. Mich schnell mal. Klick. Wieder ein Foto. Ich bin nicht ängstlich. Ich warte nur hier.
Ja. Ja, wo denn? Ich sehe dich nicht. Ich auch nicht. Er holt dir den, hol dir direkt den Auftrag auch noch. Da musst du zu ihm runter in die Villa. Aber vorher gucke ich, ob das wirklich Filme waren. Und wenn nicht, dann hole ich mir diese eine Muschel da hinten am Anfang noch. Aha. Ich glaube, die Ei, hier gab es Dinger, die geben, diese Dinger geben dir einen Tipp. Mal gucken, erst bis der ersten Dings ist. Ich bin der Karin. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Muscheln und gehe danach durch das Tor, um das perfekte Schwert zu erhalten. Klack, 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 klack. Ja, einer fehlt noch. Es tut sich nichts. Du hast wohl nicht genug Muscheln. Aber hier in der Nähe gibt's gleich einer. Und die Bäume da kann man anquatschen, die geben dann einen kleinen Tipp. Hier ist nämlich auch noch einer. Und zwar da in der Ecke. Ja. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon hast, gesammelt hast, kannst du etwa was Feines bekommen. Man kriegt insgesamt 3 Muscheln mehr, als man normalerweise braucht. Das sind nämlich diese 3 Bonusmuscheln, wo die 3 Löcher sind. Nee, da oben, da kriegst du das Schwert. Klar, und da gibt's noch eine gratis. Das nächste ist bei 10. Ja. So kriegt man das Schwert nämlich etwas schneller, als wenn man diese Bonusdinger nicht holt. Eine Zaubermuschel ist ziemlich schwer zu kriegen und deswegen ist es besser, wenn man die am Feuer holt. Und eine kann man nur... Die ist nämlich beim Floß, die eine schwere. Erstens das und zweitens kann man eine auch nur mit was anderem holen. Da braucht man auch die Atomvertreter, um dahin zu kommen. Nein. Nee, ganz rechts. Ach ja. Hier gibt es auch noch eine Muschel. Und den Stein hier. Genau. Zack, zack. Da die reinste Muschel gehabt und oben die können wir auch noch holen. Da ist er ja. Hä? Wo meinst du denn jetzt? Und unter die Eule ist auch noch einer. Die hole ich mir jetzt auch noch. Ach ja, genau da, wo Struppi oder Javier für auf dem Spiel. Auf einer anderen Version. Da drinnen. Es heißt Komet. Sagt ja an 2 Stellen. Wuff, wuff, hier graben. Die Schädel kannst du hochheben, dann enttarnst du diese Käfer da. Da kannst du was aufsprengen. Da geht's ja auch zu den Dings. Zu dieser Eule. Ja, genau, stimmt. Die sagt, kann aber auch vor meinen Füßen wirst du was finden. Ein oder Geheimnis so, oder so ähnlich. Kann aber auch sein, dass es durch den anderen Tunnel gab, aber wir werden es gleich sehen. Oh, na klar, von hinten hier weggekloppt das Vieh. Von nach hinten gekickt, das Dünder. Da musst du drüber jumpen. Genau, hier war es nämlich noch nicht. Immer her mit eure Klunker. Wir brauchen wieder welche. Ja, für Pfeile und so was. Genau. Da ist es nämlich. Autsch. Okay, ihr wollt das nicht anders, dann knallt ihr euch mit dem Bogen weg. Wir haben zwar nur 20 Pfeile, aber... Weil das ist das nächste, was erhöht wird. Genau. Das Zauberpulver, das erhöhen wir zum Schluss. Ja. Und auch die Viecher sind leichter zu treffen, wenn man den Pfeil benutzt. Und hier vorne ist das nämlich? Nee, ich glaube links. Links neben der... Ja, da. Hier ist er. Unten links ist die. Je früher man das mit zusammen hat, umso besser. Dann wird es nämlich nochmal verstärkt. Ja, das war es dann erstmal hier. In diesem Abschnitt. Dann zwar vorher die Pfeile vorsehen alle. Ha? Ach so. Und hier kann man abkürzen, aber das wird noch platt gemacht. Naja. Und ungefähr so stark ist man jetzt, wenn man das Schwert hat. Das Master. Wir nennen es jetzt einfach mal. Okay, ups. Das war nicht so gut. Du musst auf den auf das Kraftarmband zurückgreifen, wenn du die Schädel beiseite haben möchtest. Ich wollte auch immer das Gras mähen. Das kann man ja also, die wollen die ja kann man auch mit Feind wegpusten. Da kriegt man auch noch eine Muschel da unten. Dazu braucht man was anderes. Ja,
Das war nämlich die Ecke, was du vorher auf dem Berg gedacht hast. Nee, da gibt's noch eine oben noch. Die hole ich auch noch, dann sind wir fast bei 10. Da oben wurde es. Ah ja, hier gibt's einen Trick. Ja, aber ich. Du hättest auch gerade springen können und da reisen können. Oh, das war jetzt nicht so gut. Aha. Ich schippe erstmal ein bisschen wieder. Ja, ist besser. Auf jeden Fall kann man da ein bisschen abkürzen. Aber das bringt herzlich wenig, weil wir da eine andere Fähigkeit dann brauchen. Ja, die Ägypter waren sogar. Ne, der Enterhaken war das. Nein. Der Turbo-Tritt irgendwas war auch das. Auch nicht. Die schwimmen, die Flossen. Brauchst du. Oh, Garados Hauer. Achso, du meinst den Sora. Ja. Sieht doch aus wie Garados von oben. Ja. Du kannst den auch erschlagen. Wenn er da an der Ecke auftaucht. Oder hier. So, jetzt spuckt er. Jetzt hast du erstmal Ruhe. Und hier kommt das mit dem Geist. Dir fehlt noch ein Herz. Ja. Ja, das ist ein reines Sammelvideo. Nicht unbedingt. Jetzt holen wir noch eine Muschel und das Herzteil noch. Wollen wir hoffen, dass das funktioniert, was ich im Kopf habe. Auf dem DS hat es jedenfalls funktioniert. Zurück hier. So kann man das auch so lange, wie das nicht merken, kann man die wegschneiden. Ja, hier bin ich richtig. Genau, da wollte ich hin. Da gibt es mir noch eine Muschel. Mal gucken, wie viele das sind. Nein. Oh, hier sind schon. Ah ja, genau, bei 10 war es ja die nächste. Dann können wir die Bonusmuschel mich auch noch holen. Nee, da bist du vorhin hergekommen. Ja, wo war das Kreuz gewesen? Ja, ich weiß, was du meinst. Das war weiter unten. Aber geh erstmal hier lang, da kommst du zu Richards Villa. Und um den Auftrag anzuholen. Ich habe den Auftrag nie angenommen. Ich habe das mal gleich erledigt. Na, aber wir wollen das hier unseren Zuschauern zeigen. Ah, jetzt bin ich richtig. Genau hier ist das nämlich, wo ich schippen muss. An der Muschel kommt man da später ran. Da braucht man die Tauchflossen. Genau hier in der Mitte ist die nämlich. Genau die habe ich mir gesucht. Zwischen diesen beiden Büscheln. Da ist er, ja. Zwischen den vier Büscheln. So, und jetzt hole ich noch die anderen Bonus. Muschel, dann holen wir uns noch das Herzteil. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier den Auftrag an, um es zu zeigen, um da reinzukommen. Das ist nämlich der nächste Dungeon. Und dazu müssen wir noch die Goldblätter holen. Genau. Das zeigen wir euch dann im nächsten. Wir holen den Auftrag, dann machen wir das andere. Das Herzteil. Genau. Dann würde ich sagen, war es auch das für heute, für dieses Video. Da. Und der macht mir jetzt auch. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an. Aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von den Monstern verzaubert und zwangen mich, das Schloss zu verlassen. Ich musste in die Villa fliehen. Aber er möchte den Schlüssel zur Urunga-Steppe? Ich kann ihm helfen, für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst die goldenen Blätter bringen, die ich bei der Flucht verloren habe. Jo, großartig. Finde er alle 5 Blätter, vergiss er nicht auch, eine Schaufel mitzubringen. Die haben wir schon, Mesami. Ja, und dann schiebt er mich das Ding auf. Nein, er geht beiseite und du kannst das dann beiseite schieben. Und da drin ist das Teil, nämlich der Schlüssel. Ja. Für hier, den man dann hier nutzen kann. Schleimschlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Als würde man das nicht wissen. Genau. Sagt doch schon alles. Schleimschlüsselloch. Ja. Du kannst da nicht abkürzen, um in den Friedhof zu kommen. Ich wollte erstmal hier die Dings holen. Ach ja, stimmt. Die Muschel. Die Bonusmuschel.
Ja, sonst krieg ich vielleicht versehen wieder ein Herzteil und dann war's das nämlich. Wenn man, später kommt man da noch an. Ah, zu weit schon. Ja, viel zu weit. Genau, hier ist das. Bei den Moblins vorbei. Weil manche Muscheln sind mir ziemlich schwer zu kriegen. So ist man froh, wenn man die Bonus-Dinge hat. Und zack, stehen geblieben und hoch damit. Klar. Zack. Und ja, damit. Die zweite Bonusmuschel. Ich glaube, mehr gab es auch nicht. Bei 15. Vier noch und dann gibt es das Schwert. Nee, nicht 15, 20. Ah, genau. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich sprich einfach mal aus Spaß einen der beiden Bäume an. Komm mir nicht zu nah, Knirps. Ich verrate dir auch ein Geheimnis. Schlage mit dem Schwert an die Wände. Hörst du einen hohlen Klang, lässt sich die Wand mit einer Bombe sprengen. Der zweite Baum sagt das gleiche, da brauchst du es nicht machen. So, und jetzt wollen wir das versuchen, mein Vater, das erste Teil, das macht sich sehr gut dann, wenn man... Na. Au, 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 au. Aber immerhin hat er ein Herz fallen lassen. Hat ja Herzen geklaut, aber er hat dafür, er hat ja eins wiedergegeben. Wow, war das knapp. Au. Zack. Und so die Treppe nehmen. Ja. Kriegen einen Herzteil, lohnt sich das bei der Finish? Nope. Wird ja danach eh aufgefrischt. So ein bisschen stärker. Mit Select checkst du das. Wie viele Herzteile, wie viele Teile fehlen. Das hat nee. Select, weil ins Inventar und Select da. Ja, ein Teil war das noch. Genau. Na. Den würde ich so. Die Feder. Ich muss mir überlegen, welches das war nochmal. Ein Feld runter. Und den da beiseite schieben. Genau, das war's. Dann kommst du in diesen Raum. Ah ja, genau, jetzt weiß ich. Ah, das Herzteil hatte ich auch schon vorher gehabt. Ich habe erst gedacht, das war das andere gewesen. Da muss man den Stieben dann hier drauf. Nee. Genau. Wow, aber natürlich nicht runterfallen an ja, dieser Stelle. Das Herzteil hatte ich mir ja schon auch vorher immer gehabt. So, und eine Sammelt, klack, und ein Gratisherz. Aber wir werden trotzdem zeigen, wie wir eigentlich daran sollen. Ja. Das werden wir noch zeigen. Sobald wir das Equipment dafür haben. Du hättest auch den beiseite schieben können. Dann hättest du dir den umgekehrt. Auf jeden Fall muss dann hier unten aufspringen und dann den Enterhaken. Genau, so den war das. Du musst da trotzdem nochmal rein, du musst gucken, was da auf der anderen Seite war. Nichts weiter. Ist äußerst brüchig. Vielleicht kann man ihn wie sprengen. Das zeigen wir aber dann, sobald wir was dazu haben. Was. Da kommst du an diese Stelle. Ah, ja, genau, das war das. Wo man zu den Geisttypen dann kommt. Au. Und den Geist. Ah. Wo man den Geist mich hinbringen muss. Aber der kommt jetzt noch nicht. Ja. Und das früher habe ich immer gedacht, ich musste erst den Geist wegbringen, bevor ich an der Rüstung komme. Aber wir haben euch ja vom Gegenteil überwiesen. Sobald man alleine nach dem zweiten Dungeon ist, kann man sich die holen. Ja. Wo bist du jetzt noch hin? So, jetzt geht's dann erstmal zurück wieder. Da, wo die Blätter sind, und dann geht's im nächsten Video. Weiter. So, Stärke wieder. Zombie, verschwinde. Damit nämlich das nächste Instrument geholt werden kann. Genau. Dann haben wir den dritten Dungeon hier fertig. Den dritten offiziellen Dungeon wohlgemerkt. Ja, die kleinen Dinger zählen nicht. Genauso wenig wie der Farbdungeon, den gibt es ja nur in dieser Version. Ja. Deswegen haben wir auch dieses uns gewählt, weil hier nämlich ein Video mehr gab. Beziehungsweise ein Dungeon. Ja.
Nee, du warst schon auf der anderen, auf der, dem Pfad, wo du vorher warst, schon richtig. Achso, oh, jetzt habe ich den vergessen, das war nämlich da, wo der Affe ist. Genau, Kiki. Ja. Den Namen werdet ihr wahrscheinlich in einem anderen Let's Play auf diesem Kanal gehört haben. So, und hier ist es, aber da müssen wir diesen... Müssen wir einen Umweg machen. Ja. Um da reinzukommen. So, und das zeigen wir euch im nächsten Let's Play. Ciao und tschüss. Bis später. Bis gleich.